Also viel willkommen zu unserem, zu meinem heutigen Live-Audio-Comments. Und ja, heute ist das Blade-Spezial. Nämlich, ich habe die Aufgabe, mit Luigi zu spielen und fünfmal mit der Abi zu killen. Das ist natürlich jetzt... Wow. Erstmal freue ich mich, dass die Items doch hier sind und dass ich natürlich dann den Giftpilz gekriegt habe. Und ja, also meine Aufgabe ist, fünfmal jemanden mit der Abi zu killen. Wow, geht weiter. Also das versuche ich natürlich jetzt gleich mal. Und ich nehme auch dafür drei Kämpfe Zeit. Darum, ja, sind es heute, ist heute das Luigi Special. Aber ja, mein Luigi ist jetzt... Ich sage es bei jedem, dass mein Charakter nicht gut ist, aber... ich wollte gerade noch Abi killen. Das glaube ich Kirby ein. Also, ja, ach scheiße, ich hätte doch wieder Down B. Ich bin so zu Tavan, jetzt springe ich erstmal fast in den Ike rein. Wenn der jetzt kommt, dann kann ich ihn bei Abi treffen, aber der ist mir wirklich gekillt worden, scheiße, wollte ich haben. Ich glaube, das schaffe ich nicht, wenn es so weitergeht mit der Blade. Weil ich irgendwie mit der Abi nicht wirklich treffe. Und wenn, dann kill ich überhaupt nicht. Und ich würde auch gerne in die Attacken der anderen rein. Ich weiß gar nicht, ob es laut genug ist, ich könnte es nicht lauter stellen, sage ich mal so. Der ist aber jetzt ein Kill. Ja, ein Kill. Zählen wir also 1. Wen könnte ich killen, nachdem ich selbst gekillt werde? Sogar Kirby hat 10%. Ah, fail. Okay. Kirby. Ich will dich jetzt killen mit. Okay, ich hoffe, ich sollte nicht jeden Kampf gewinnen, weil das schaffe ich sowieso nicht. Also ich habe einen Kill mit der Abi. Das ist schon mal was. Und das heißt, ich muss in jedem der folgenden Kämpfe jeweils 2 Kills mit Abi machen. Achso, ja, ich habe natürlich gar nicht erwartet, jetzt zu gewinnen. Weil ich nicht erwartet habe, zu gewinnen. Ja, Luigi, ich mag die Farbe lila, darum spielt der gute Luigi auch in Waluigi-Style mit dem Lila. Und ja. Luigi ist wirklich einer der Charaktere, der auch wirklich eine Art Kombos in Brawl machen kann. Also richtig gute und tolle Kombos. Und die Nair, die kann eigentlich fast alles unterbrechen, weil die so schnell draußen ist und auch noch eigentlich ziemlich gut ist, finde ich. Und die Abi hat eigentlich auch ziemlich große Hitboxen, aber wenn man sie nicht einsetzen kann, dann fehlt es halt auch. Und ja, ich warte jetzt, bis der gute dritte Player, ich glaube, war das der Ike? Ne, das war nicht der Ike, fertig ist, um weiter schön zu kämpfen. Und derzeit kann ich sagen, dass ihr mir Szenen für Black, Red, Gold schicken könnt. Da brauche ich immer noch welche. Okay, ja. Gerade eben habt ihr wahrscheinlich einfach mal übersehen. Und ich hoffe mal, gleich geht's los. Bis jetzt bin ich nicht so wirklich zufrieden mit diesem Live-Audio-Comment, aber ich hoffe, es kommt noch. Ich hoffe, es kommt noch. Die Stage ist schon mal ziemlich ungünstig für Luigi. Ich mache erstmal Down B Approach, der gefällt mir eigentlich, aber war ja auch eher im One-on-One. An sich ist, ich kann es nur nicht oft genug sagen, Free for All mit Items ist doof, One-on-One ohne Items ist viel, viel schöner. Und Sonic ist auch doof. Das war gerade cool von mir, mit der Abi jetzt. Nein, natürlich nicht. Wer denkt, dass ich auf die Stage komme? Wow. Achso, ich war das. Ja, jetzt habe ich zwar einen Kill, aber der Sticker ist mein. Der Sticker ist meiner. Krieg ich auf den Sticker, wenn die anderen den einsammeln? Ich weiß es ja nicht. Irgendwie geht alle gerade auf mich los. Wahrscheinlich ist jemand von euch dabei und sagt, oh Luigi, das muss ja der Tam sein. Und 2 Kills mit der Abi.
Und ja, ihr könnt mir auch weiterhin irgendwelche Sachen sagen, wie ich versuchen soll, den Gegner zu killen und welchen Charakter ich nehmen soll. Aber Fail. Jetzt komme ich auf die Stage. Noch größerer Fail. Nochmal Fail. Ich kann jetzt den Smashball probieren. Also können wir weiterhin im German Smash Thread, den ich auch wieder hier hin posten werde in Videoanmerkungen, was ich für einen Charakter nehmen soll und wie ich dann damit probieren soll zu killen. Und jetzt bin ich auf das Fail. Also das ist mal wirklich ein Ultra Smash, wie man sich ihn wünscht. Ja. Irgendwie zur Zeit sieht es ja ziemlich schlecht aus, so dieses 5-mal mit Up-B-Killen. Und besonders wenn ich so Fail-Aktionen mache wie jetzt, das Digger Fiedermeier. Weil ich habe immer noch nicht alles Digger. Und noch 30 Sekunden. Das war doch ein Up-B-Kill, wirklich mal. Und ja, das könnte ich sogar vielleicht gewinnen, den Kampf, aber es bezweifle ich irgendwie, obwohl ich eigentlich gar nicht so schlecht hier war in manchen Sachen. Das könnte ich noch treffen. Es war glaube ich schon so ein. Oh, ich bin Spider. Ja, das war nicht einfach zu gut für mich. Und man kann auch mal so einen Sonic gewinnen lassen, nur um zu sagen, ja, denk einfach, dass du ein schöner Charakter bist, aber das bist du eigentlich gar nicht. Ich glaube irgendwie passt das davor, weil ich eine Konstruktion gebastelt für das Mikrofon, die ziemlich fail ist und da mein Plastikmikrofon dann. Könnte es etwas leiser sein. So, jetzt Blade, mal gucken, ob ich es schaffe. Wenn ich es nicht schaffe, dann kriegst du einen Daumen hoch von mir. Und wenn ich es schaffe, dann krieg ich einen Daumen hoch von dir. Ja, sage einfach mal so. Und jetzt muss ich nochmal zwei Up-B-Kills in diesem Kampf haben. Dann ist zum einen dieser erste Live-Audio-Comment vorbei und zum anderen habe ich dann meine erste Mission geschafft und ich kann die weiteren Sachen angehen. Von diesen Charakter-Requests, die ihr mir gesagt habt, habe ich dann noch drei weitere Videos eingeplant. Ja, habe ich noch drei weitere Videos. Gerade mal den Zettel durchgelesen, auf dem ich es aufgeschrieben habe. Und ja. Da werde ich dann noch meinen Spaß mit den Charakteren haben, die ich nehmen soll. So, jetzt geht's in den letzten Kampf für dieses Video. Die Stage Hanbo, ich mag sie wirklich, ich kann auf der nicht spielen, weil ich nie auf der spiele. Oh, hier da unten. Die Zelda hat hier sofort in Sheik verwandelt, aber irgendwie ist es auch ein bisschen dämlich, wenn sie am Anfang in Zelda war. Da hätte Stage dann gesehen, aber oh, hier ist Sheik um einiges besser. Obwohl ich nicht weiß, ob wirklich besser ist. Der Ike da, der ist auch ziemlich offensiv und macht irgendwie, keine Ahnung was, bleibt da stehen und sagt auch, warum soll er sich bewegen, wenn doch alle zu mir kommen. Und ja, wenn doch alle zu mir kommen. Hannibal, also die Stage nochmal. Ich fail. Mit 38% kommt der Ike hier. Die kriegt erstmal einen Pokéball ab. Also die Stage, ich finde sie ziemlich schön, auch von der Musik her so, die ich aber leider ausgestellt habe. Aber es hilft ja wenig. Bin ich da drin? Nein, natürlich nicht. Jetzt hätte ein Up-B-Kill sein müssen. Jetzt komme ich nicht erstmal zur Sheik hin, weil ich habe mir fehlen noch zwei solche komischen Up-B-Kills. Nein! Oh. Und wenn jemand 4% hat, dann muss ich natürlich probieren zu killen, weil anders schaffe ich es natürlich nicht. So, das ist natürlich habe ich noch souverän gerettet. Komm, da oben ist die Sheik. Ach, also den Überraschungsmoment. Oh, da hat ein Hammer. Scheiße, warum habe ich das nicht gesehen? Also ich habe natürlich keinen Sound an, was natürlich ein ziemliches Mango ist. Komm, du da. Ja! Noch ein AP-Kill in 3 Sekunden, das wird nicht zu leicht. Der da macht es erstmal gleich. Oh scheiße, ich dachte, das wäre zu kleine Range. So, der Ike, den muss ich noch irgendwie. Ich muss jetzt nur auf den Ike drauf losgehen. Scheiße, nein! Ja! Und ja, okay. Haha, Blade. Ich hab's geschafft. Du hättest wahrscheinlich 25 AP-Kills in der Zeit geschafft, aber. Okay, da kann ich nichts machen. Ich bin trotzdem glücklich. Mir ist die Niederlage auch einfach ziemlich egal. Sag ich mal so einfach raus. Mir ist egal, dass ich gewonnen habe. Ich bin Sieger der Herzen und ich liege ziemlich weit hinten. Da hätte ich jetzt nicht einen Ultrasmash gekriegt. Ich bin wahrscheinlich Letzter. Ich bin Dritter. Ja, also. Ich und Letzter. Das kann man ja nicht jetzt wirklich denken. Und ich bin einfach mal glücklich, dass ich das geschafft habe.
Ich freue mich auf deinen Daumen hoch Post. Und ich höre jetzt erstmal mit dem Audio-Comment auf. Bis später, Leute.